Ja, servus und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Dienstagsvlog. Ja, wir haben bei mir aktuell Freitag und ich habe vorhin schon ein wenig Reisig zusammen gemacht. Hab's auf dem Kipper. Ja, zum Distelstechen war es heute definitiv zu warm. Also das hätte ich nicht gepackt. Da fällt es aus den Latschen. Ist richtig drückend warm. Ich habe mal angefangen, hier an der Hecke noch ein wenig Laub und Äste wegzumachen. Ja, Laub und Äste. Uiuiui, was erzähle ich schon wieder. Ja, und das größte Zeug ist weg und das Wichtigste. Jetzt liegt noch ein bisschen was da. Und mein kleiner Bruder ist gerade auf die Idee gekommen. Eigentlich könnte man den Rest, bevor man alles absammelt und noch 10 Kipper dann überfährt mit leichtem kleinen Material, könnte man genauso gut hergehen. Nimm den großen Mulcher, den Omarf-Mulcher von der Jagdgenossenschaft. Und man könnte ja eigentlich einmal das Zeug wegmulchen. Ja, und das macht er jetzt mit dem IHC. Der ist jetzt da hochgefahren und mulcht jetzt einmal an der Hecke entlang. Dann haben wir einmal eine kleine Mulchschicht, dass nicht gleich wieder der Scheißdreck von unten hochkommt. Und zum anderen, ja, die kleinen Dörner und das Zeug ist auch ein wenig zerhackt. Und der Schlegelmulcher kriegt sowieso neue Messer oder neue Schlegel. Von daher ist es wurscht, hat es geheißen, können wir sie noch mal nehmen, bevor sie dann getauscht werden. Ja, wie gesagt, das ist das Gerät von der Jagdgenossenschaft und da ist er jetzt unterwegs, müssen wir bloß ein wenig Abstand halten. Weil hinten ist keine Schutzvorrichtung dran. Die ist momentan abgebaut, sonst kommt man nicht gescheit nach. Aber wie gesagt, wir können ihn nochmal verwenden. Es darf halt nur jetzt keiner im Hintergrund dran stehen, das ist zu gefährlich. Ja, die Drehzahl könnt ihr vielleicht noch ein bisschen erhöhen. Obwohl, es müsste schon gehen. IHC vom Mulcher. Yeah! Mal gucken, ob es so klappt, wie wir es uns vorstellen. Ja, warum machen wir das Ganze? Da sollen ja die Zaunpfähle hin. Schauen wir mal, dass das auch endlich einmal klappt.
So, mein Bruder ist jetzt mit dem Mulchen durch. War eine ganz schnelle Aktion, nichts Besonderes, weil die Mulcher schnell haben wir noch und das ganze Kleingeraffel dann noch ein wenig gehäckselt. Zusammengemulcht. Ja, so schaut das Ganze jetzt aus. Wie gesagt, einmal runter und halt das ganze kleine Gelump hier, was noch außen dran war, ein bisschen geplättet. Ja, schaut jetzt natürlich schlimm aus, das Ganze. Ziemlich trostlos und platt, aber wie gesagt, das ist Mulch. Und da, wo der jetzt platt ist, da kommt nicht sofort wieder das Unkraut durch. Und ich kann natürlich so wesentlich leichter den Zaun aufstellen und muss nicht noch 10 Kipper auf Katscheraden überfahren. Ja, der Zaun geht ja dann jetzt quasi von dem Pfahl da zu dem Baumstumpf und von dem Baumstumpf da her dann der Pfahl und dann hier eine bis daher und ab da dann an der Hecke entlang rauf, an der Hecke entlang vor und dann vorne wieder runter. Ja, mal gucken, die ersten Pfähle sind drin, wie ihr gesehen habt. Die habe ich einfach ja, neigeklopft, kann man sagen. Gedrückt, das wird nichts. Da könnte ich höchstens noch eins versuchen. Mein Vater hat noch den Tipp gegeben, einen alten Steinbohrer möglichst lang nehmen, in eine Akkuschraube einspannen und ein paar Löcher vorbohren und an der Stelle dann den Pfahl neidrücken. Das werde ich aber morgen dann versuchen. Vielleicht geht es da noch ein bisschen einfacher. Ich meine, ohne Radlader, der hat halt nur noch 4 Tonnen. Ne? Also nur noch ist relativ. Der alte, der war natürlich optimal dafür, 14 Tonnen. Da hast du vorne die Schaufel draufgelegt, da hast du da mal Klopfen brauchen oder was, dass der Pfahl in den Boden rein. Da jetzt so ein 2 Meter Pfahl da, der locker komplett versenkt, aber übertreiben wollen wir es ja nicht. Nee, es funktioniert mit dem Atlas natürlich auch. Ich habe mir halt dann die Schaufel voll gemacht mit Split. Dann war die schon mal relativ schwer. Und ja, dann bin ich einfach hergegangen. Wir haben eine Pfahlramme von der Jagdgenossenschaft aus. Ich habe die Pfähle genommen, habe sie mit der Pfahlramme erst einmal ein bisschen vorgeklopft. Dann waren sie schon mal vor alleine gestanden. Pfahlramme draufgelassen, Radladeschaufel oben aufgesetzt. Bup, und dann die Schaufel immer ankommen und bup, bup, bup. Ja, und da hast du vielleicht 5-6 Schläge gebraucht. Einfach so mal absacken lassen, immer durch das Eigengewicht von der Schaufel schwingen, von der Schaufel. Und da war er drin. Problem ist nämlich, wenn du drücken tust, dann hebt es vorne die Räder aus. Er hat zwar natürlich mehr Gewicht vorne drauf, ist klar. Aber sobald er die Räder aushebt, hier am Hang, ja, kommt er halt dann ein bisschen quer und dann verschiebt er den Pfahl und dann steht der Pfahl schief drin. Das will ich auch nicht, deswegen haben wir es so gemacht. Und ja, 100% gerade sind sie nicht, aber besser wie nichts. Auf alle Fälle funktional. Ja, an der Stelle kommt dann auf alle Fälle mal ein Tor rein. Kommen diese Torfedern rein, dass man hier reinfahren kann. Und dasselbe Spielchen ganz oben und unten her am Stall. Habe ich ja schon gesagt, aber dazu dann, wenn es soweit ist. Ja, Radlader steht jetzt hier drin. Muss man bloß immer aufpassen beim Neifahren. Der ist nämlich von der Höhe so, dass er die Lampe mit wegräumt, wenn man zu weit fährt. Das wollen wir nicht. Ja, auf alle Fälle so weit, so gut. Der Bruder rammt jetzt gerade den Mulcher noch auf. Und ja, ich werde jetzt da mal die Viecher machen gehen. Den Kipper müssen wir dann noch rein da. Das ist das Reisigzeug, was drauf ist. Ja, passt soweit. Gut, das war's für den Freitag. So Leute, die Woche vergeht immer ganz schnell. Mittlerweile ist schon Montag. Ja, was am Wochenende passiert. Ein paar Pfähle haben wir reingedrückt. Die, wo man jetzt da oben sieht, 19 Stück insgesamt. Ja. Und ich bin jetzt dabei, ich mache hier unten runter was ein paar. Wir brauchen aber später dann noch einen Durchbruchbohrer. Und da war Löcher noch vorbohren. Geht nicht leider Boden teilweise da oben. Aber die hier runterwärts gehen ganz gut. Die sind schön weich im Boden drin. So schaut's aus. Pfahlramme drauf. Die hatte eigentlich noch Rohre, aber die sind durch die Vibration abgefallen. Weil mit Pfahlramme selber kriegst du nicht rein. Wie ich das mache, zeige ich euch. Schaut nicht so doll aus, denkt mir, das ist nicht gut fürs Material. Das Optimum ist es nicht, eine richtige Pfahlramme wäre schöner. Oder eine Erdbohre zum Vorbohren, aber ich habe weder das eine noch das andere. Aber das System funktioniert. Und der Vater hat gesagt, nee, das geht klar, passiert normalerweise nichts. Wir sollen bloß die Kante dann am
Euro-Aufnahmenrahmen vorne wegbrechen, weil mit dem schiebe ich es rein. Die Schaufel ist zu weich, die würde nachgeben. Und was anderes zum Klopfen habe ich nicht. Aber wie ich das mache, zeige ich euch. Und so schaut das Ganze jetzt hier unten aus. Ich habe heute da noch ein paar Pfähle reingedrückt. Vier Stück sind es geworden, der fünfte wollte schon nicht mehr richtig, da ist der Boden schon wieder zu hart. 1, 2, 3 ging ganz gut. 4 ging fast schon hervorragend. Hat einigermaßen funktioniert. Und der, da ist der Boden unten drunter wieder knüppelhart. Vorbohren. Ja, da oben an der Hecke, da fehlen jetzt dann auch noch 1, 2 und 3. Und ja, zwischen den zwei oberen Pfählen da, genau in der Mitte, muss noch einer ein Stückchen weiter nach hinten versetzt. Da ist dann mal das Tor. Ein Federtor, so wie ich es jetzt da unten habe. So schaut das Ganze dann mal aus. Das Einzige, was funktioniert. Ja, da musste ich jetzt noch 3 Torfedern nachbestellen. Weil die ich bislang habe, die reichen auf jeden Fall nicht. Da brauche ich noch 3. Ich wollte erst an jedem Tor nur 2 machen. Ist mir der Abstand aber doch ein bisschen zu groß, dass sie durchschlupfen. Und jetzt sind es 3. Ja, und wer sich fragt, was hat es jetzt mit dem Deutz da auf sich? Jo. Der steht zum Reparieren hier. Da ist, glaube ich, die Bremse irgendwas gebrochen. Und ja, da muss was gemacht werden. Das macht der Vater wieder. Gehört am Bekannten aus dem Ort drin. Jo. So schaut es jetzt auf alle Fälle hier aus. Puh. Feierabend dann gleich. Jetzt füllen wir das Wasser bei den Pferden auf. Und dann. Ja. Wären wir auch endlich fertig. Dann heißt es hinsetzen, Video schneiden und Arschlecken 3,50. Heute dann nichts mehr machen. Ja, bin ich froh drum. Ja, das Pfähle reindrücken ist halt immer eine blöde Arbeit. Es geht sau schwer. Tja, mit dem Radlader. Du musst sie regelrecht reinschlagen. Der Druck vom Radlader reicht nicht. Der ist zwar 4 Tonnen schwer, aber vorne drauf rechnen wir mal jetzt dann, wenn du die Last drauf gibst. Da hast du vielleicht 2, 2,5 Tonnen, die drücken. Jetzt haben wir einen großen alten Betonklotz vorne drin liegen. Der hat bestimmt auch seine 500-600 Kilo. Zusätzlich zu dem Betonklotz waren da noch Splittsteine und Schotter und Zeug drin. Und selbst das reicht noch nicht aus, also, puh, der Boden ist so knochentrocken,
kommst du nicht rein. Ja, jetzt im Nachhinein, jetzt wo die Pfähle drinnen sind, jetzt ist uns natürlich noch eine Idee gekommen, die hätten wir vorher vielleicht drauf kommen sollen. Es gibt ja diese Metallpfahlfüße mit so Spitzen dran zum Reindrücken. Ja, das hätte ich vielleicht vorher wissen sollen, weil die hätte ich noch im Boden rein, hätte meine Pfosten dann abgesägt, wie ich sie gebraucht hätte, oben rein, verschraubt, Pfeiferdeckel. Wäre wunderbar gegangen. Tja, das weiß man immer hinterher. Fürs nächste Mal. Jetzt, wenn der Zaun steht, steht er. Ich meine, 100 pro Grad sind sie nicht. Ich wollte jetzt hier kein Meisterwerk hinlegen. Da sind schon immer mal so ein wenig schiefe Pfähle dabei, aber für das, was sie machen sollen, da wird es funktionieren. Und wenn sie ein paar Jahre halten, dann hat sich das Ganze schon mal gerechnet. Ja, und für die Zukunft, dann werde ich halt immer irgendwann so Füße dann anschaffen. Und dann kommen die Füße in den Boden rein. Und dann kann ich die Balken leichter tauschen, weil die Füße, die rosten ja nicht so schnell weg. Das dauert ja doch eine ganze Zeit. Die könnte ich sogar, wenn ich wollte, einbetonieren. Das sind ja auch relativ lang. Und ja, mal gucken. Kommt Zeit, kommt Rat. Jetzt haben wir es erst einmal so. Morgen haben wir nach der Arbeit gucken. Da fehlt dann auf jeden Fall noch dieser Pfahl. Und dieser Pfahl, der ist der wichtigste, weil da muss der alte hier raus, da muss der da rein. Da habe ich dann natürlich ein Problem, den kann ich erst ganz am Schluss machen. Da muss ich quasi die da oben erst alle fertig haben. Muss dann mein Band gespannt haben von der Wand aus hier rüber bis zum Tor, runter, ninde, hoch und zumindest bis zu dem Tor da oben, was da nochmal ist. Zumindest bis dorthin sollte es soweit fertig sein. Ideal wäre natürlich dann bis zu diesem Torpfahl hier, weil dann kann ich hier hinten aufmachen. Dann können die Pferde erst einmal ins Grün, können sich hier satt fressen und ja, ich brauche mir nicht Gedanken machen, dass ich mir dann da vorne rumgangeln, wenn ich hier den Zaun abbaue. Weil das ganze alte Konstrukt hier mit Netz, das kommt ja weg. Das Netz werde ich einlagern, das brauche ich ja dann immer zum Abteilen. Die Bänder sind ziemlich porös mittlerweile, die fliegen dann weg, die wo ich da noch gehabt habe. Die Pfähle lagere ich ein, braucht mir vielleicht einmal als Ersatz. Auf jeden Fall ist dann Fakt, hier ein breites Band unten, eine dünne Litze wie bei den Schweinen in der Mitte. Und ein breites Band oben, Höhe 40, 87 und 123. Und ja, ich hoffe mal, dass sie dann nach Ruhe gehen und mir nicht wieder durchgehen. Mal gucken. Kann ja nur besser werden. Ja, und ich verspreche mir natürlich, dass das Ganze dann ein bisschen einfacher zum Sauberhalten ist, weil wenn ich hier dann nochmal ein Einfahrtstor habe, kann ich mit dem Bulldog hier unten einfach bequem rein. Kann dann innen hier wunderbar ausmisten. Also ich verspreche mir davon eigentlich schon viel, dass das alles funktioniert. Schauen wir mal, ob es so klappt. Wird man sehen. Ja, du hakst gerade mit deinem Horn ein, du Knalldüde. Der Jockel. Was soll denn das? Was soll denn das? Und du? Tja, die zwei. Nun gut, also, das war es auf alle Fälle schon wieder für dieses Video. Mehr ist wieder nicht passiert. Tja, wegen meinem Zaun. Ich denke mal, bis zum Freitagsvlog müsste dann hoffentlich fertig sein. Und ich hoffe, bis dorthin kann ich dann auch berichten, ob sie immer schon ausgebüxt sind oder ob sie drin bleiben, ob das Ganze hilft. Ja, die Höhen und Stärken weiß ich natürlich noch nicht, ob das mit meinen Gasen hier funktioniert. Aber mal schauen. Weil der könnte natürlich sein, dass er unten durchgeht. Was ist los? Bist du schon wieder überdreht?
schauen wir einfach mal, ob er seinen Kopf unten drunter durchsteckt. Ja, und die Litzen, wie gesagt, ich habe erst überlegt, ob ich es vielleicht drauf mache. Aber umher bin ich mir nicht sicher, ob es die Federn einfach so akzeptieren, wenn dann quasi das Bund auf 40 und auf 87 oder 90 ist. Und die Litzen auf 123. Für Litzen ist meistens der meiste Strom, die haben am meisten Schmackes. Aber die oben her, sehen sie nicht gescheit, akzeptieren sie das bei hohem Gras nicht oder so. Naja, machen wir es lieber so und dann schauen wir mal weiter. Gut, in diesem Sinne, das war's jetzt für dieses Video. Die Emma schreit, ich will noch Ahoi. Ich mache dann Feierabend. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche und einen schönen Feiertag am Donnerstag. Jo, bis die Tage. Cheerio. Servus.